Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier LS22. Folge Nummer 15 müsste das doch jetzt schon sein von der Deichhof Abendfreden, die norddeutsche Map vom Kalle. So, wir stehen hier vor dem Favorit und ihr seht es, der Ladewagen ist dran. Das heißt, wir sind hier voll in der Grasernte bzw. Heuernte, denn wir wollen ja hier ein bisschen Heu machen. So, gemäht wurde, gewendet wurde und man sieht da unten noch den Lindtrack, der ist unterwegs und macht uns noch eine schöne Schwad, damit wir hier auch was aufnehmen können. Ein bisschen hat er noch zu tun. Jo, hervorragend. Dann legen wir hier mal los. Und in der Zwischenzeit waren wir auch schon unterwegs, haben gedüngt und zwar unser großes Weizenfeld. Da habe ich jetzt schon mal Gärreste ausgebracht, damit wir auf jeden Fall schon mal ein kleines bisschen vorgedüngt haben. Der Plan wird da sein für dieses Feld. Ja, ich denke, wir machen da im übernächsten Monat Soja drauf. Nee, Raps, Freunde, Raps, sorry. Wir machen Raps drauf. Soja haben wir ja schon ausgesät und ist natürlich auch ein bisschen früher, aber Raps ist ja im übernächsten Monat fällig, denn ja, ich denke, wir können das auf jeden Fall gebrauchen. Ihr wisst ja, so unser kleines Ziel auf Ende des Jahres soll es ja auch sein, dass wir dann den Schweinestall noch kaufen. Und da brauchen wir auf jeden Fall genügend Material zum Verfüttern. Denn das, was wir hier alles erwirtschaften und ernten an Feldfrüchten, ich glaube, das wird alles in die Tiermast gehen im Endeffekt. Genauso auch wie hier das Heu. Und da werden wir dann jetzt auf jeden Fall mehr als genug haben. So, dann fahren wir da oben rum. Da werden wir dann mehr als genug haben in den Silos, damit wir unsere Tierchen über den Winter bekommen. Sowohl die Kühe als auch die Schafe. Jo, und dann wollen wir ja mal schauen, ob wir eventuell ja noch in die Produktion einsteigen. Da gibt es ja noch eine Produktion, wo wir die Wolle direkt zu Kleidung verarbeiten können. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Da wurde mir schon gesagt, das soll richtig Kohle bringen hier. Ja, lassen wir uns mal überraschen. So, das letzte Material. Und dann will ich nämlich Folgendes mit euch mal machen. Denn ich habe den Gabelstapler schon mal in Position gebracht. Auch wenn wir es hier nicht bräuchten, das Heu oder für Heu, will ich hier auf jeden Fall den Siliertank auffüllen. Denn mir ist Folgendes aufgefallen, das will ich euch mal zeigen, beziehungsweise was heißt aufgefallen? Ich hatte es ja schon vermutet, aber jetzt habe ich mir sozusagen die Bestätigung geholt. So, wie viel passt da rein? 3,97. Ich glaube, 10 Liter wird reinpassen. Ja klar, wenn es 39% sind, 3,9, dann passen hier 10 Liter rein. So, dann stellen wir den Bock hier mal ab. Denn da steht unser kleiner Stapler, der gar nicht mal so klein ist. So, dann bringen wir den mal ran und dann werden wir auffüllen. Und da ist auf jeden Fall dann noch ein bisschen was übrig. 60 Liter. Wieso eigentlich 60 Liter? Wieso 100%? Hatten wir die Palette nicht schon... Hä? Ich bin leicht irritiert. Hatten wir nicht da schon was runtergenommen von der Palette? Ist ja spannend. So, wir füllen auf. Okay. Und mir ist jetzt Folgendes wichtig. Hört ihr? Also ihr hört jetzt kein Wasser plätschern. Denn jedes Mal, wenn wir hier nämlich dran vorbeigelaufen sind, hat es ja immer so komisch geplätschert, ne? So, ich bin mir jetzt aber sicher, wenn wir nämlich die Palette wieder reinstellen mit 54 Liter, dann wird es wieder plätschern. Ist das ein Bug oder ein Feature? So. Hört ihr? Ja, warte, ich mach mal kurz die Musik weg. Ja, man hört irgendwo Wasser laufen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel rausläuft. Ja, jetzt wird es leiser. Und jetzt wird es wieder lauter. Ja, spannend. Ich will jetzt mal gucken. Achtung, wir holen jetzt die Palette wieder raus. Einmal Siliermittel. 53, waren es nicht gerade eben 54? So, was zeigt er an? Jetzt ist auch der Ton wieder weg.
Ach, das ist ja witzig. Habt ihr gesehen? Haha! Hier haben wir ein Perpetuum mobile oder wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, wir haben wieder 60 Liter. Ja, das scheint mir dann doch ein Bug zu sein. Ja, natürlich, wir haben wieder 60 Liter. Oder wurde das oben abgezogen? Ich habe jetzt überhaupt nicht aufs Geld geguckt. Ist da irgendwas passiert in der Richtung? Ist das normal? Das kann doch nicht normal sein, oder? So, warte mal. Weil wir haben Saatgut, ja, das haben wir, glaube ich, nicht benutzt. Herbizid 200, Herbizid ungerade Zahl. Doch, Kalk. Ja, ja, okay. Ja, das ist ja schon merkwürdig. Also wir haben hier tatsächlich wieder die... Witzig. Ja, ja, okay. Gut, wir lassen das jetzt mal hier und lassen es mal so sein. Ich finde es halt nur interessant. Ich denke, wir werden zukünftig der Fairness halber dann doch das Seliermittel rausstellen. Weil das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass wir hier immer so eine automatische Auffüllung kriegen. Aber nochmal, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Hat sich da oben vielleicht auch was getan am Geld? Ich muss mir das Video dann später mal anschauen. Also ich finde das spannend. Ich finde es interessant. So, wir werden hier weiter einladen. Einsammeln. So, wo haben wir denn noch? Hier haben wir... Und parallel dazu, wie gesagt, hatte ich ja schon angefangen... ich dummerle. Ich habe jetzt natürlich nicht abgeladen. Oh, Mann. Oh, man. So, dann fahren wir jetzt mal hier lang und dann entladen wir in diese Richtung. Im Endeffekt müssen wir immer um den Hof herumfahren. Es hilft nichts. Denn hier jetzt zu wenden oder ähnliches, das macht wenig Sinn. So, hervorragend. Und wenn euch dieser Fauxpas gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Yo, sowas kommt hier auf dem Kanal schon mal öfters vor. Nichtsdestoweniger werden wir noch ein bisschen düngen. Und wir müssen noch die Strohballen vom anderen Feld holen, bevor wir da düngen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, schade, dass wir jetzt hier für die Geschichte keinen Helfer haben. Also hier müssen wir selbst arbeiten. Hilft nichts. Auch die Ballen müssen wir selber aufladen. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier springt der Bock auch immer. Die Mühle dreht sich. Solange sich die Mühle dreht, gibt es auch Mehl. Das ist auch immer ein schönes Zeichen. So, die Produktion läuft also. Jetzt bin ich mal gespannt. Da war doch irgendwo noch Heu. Ach, da war noch Heu. Muckefuck. So, und dann sammeln wir das Ganze hier auf. So, für alle, die es noch nicht wissen oder die es noch nicht mitbekommen haben, werden wir natürlich auch wieder einen schönen Livestream machen. Am Mittwoch natürlich. Ansonsten gibt es Livestream nicht am Donnerstag. Alteiche fällt am Donnerstag aus wegen Feiertag am Freitag. Ich bin da Donnerstag eingeladen zu einem kleinen Halloween-Umtrunk sozusagen. Und dafür machen wir dann auf jeden Fall Alteiche am Freitagabend um 20.30 Uhr werden wir also den Termin ein bisschen um einen Tag um 24 Stunden nach hinten schieben. Dann gibt es den Livestream von der Alteiche eben um oder am Freitag. Und Samstagabend ist in der Planung auf jeden Fall, Freunde. Late Night Farming. So, jetzt müssen wir hier den Lindtrack mal kurz aus dem Weg nehmen. So schön du auch bist, aber jetzt stehst du mir gerade im Wege. So, Dele. Hervorragend. Dann bringen wir den Kollegen erstmal weg. Ja, in die Halle kriegen wir den natürlich nicht, ne? Sind zu hoch. Das Fahrzeug, das Gerät ist einfach zu hoch, kriegen wir nicht in die Halle. So, der Klaas steht hier schon parat mit dem Fass. Aber ich weiß nicht, haben wir noch Gärreste? Muss ich gerade mal schauen. Ich bin mir da gerade nicht so schlüssig. So, und den stellen wir einfach mal so hin. Dann schauen wir mal rein. Haben wir noch Gärreste in der Produktion? Biogasanlage? Oh, das lohnt sich gar nicht. Okay, das heißt...
Dann holen wir jetzt Gülle. Das Feld ist so weit vorgedüngt und auch hier seht ihr wieder, also wenn man den Helfer rüberschickt, dann macht er immer, ja, lässt ein bisschen Abstand, aber soll nicht weiter schaden. Das Ganze soll ja immer nur so eine Art vorgedüngt sein. Sudele, dann fahren wir mal darüber. Ein bisschen haben die Kühe ja produziert. Ein bisschen haben die was für uns. Ja, gib mal was. Sehr schön. Was flackert denn da? Irgendwas flackert da. Ach, ja, klar ist der Auspuff. So, sind wir voll? Ja. Ja, aber so richtig glaube ich nicht. Aber ist egal, passt schon. Schauen wir mal, ob es zukünftig im 25er weniger flackert. Ja, großes Thema sind immer die Außenspiegel. Ne? War immer so ein Thema, wo es dann immer heißt, Performance. Und wenn ich mich richtig erinnere, war bei dem ja, Pressetermin, wo die Kollegen alle vor Ort waren in Erlangen und den LS schon mal 25 natürlich schon mal angezockt haben. Da war dann doch, glaube ich, auch der eine oder andere dabei, dem aufgefallen ist, dass es wohl immer noch kleine Probleme gibt mit den Spiegeln. Ja, warten wir es ab. Schauen wir mal. So, den Kollegen, den können wir eigentlich erstmal hier parat stellen. Wir müssen noch ein bisschen einsammeln. Nicht, dass wir hier die Gülle in unserem guten Heu drin haben. So, der Fendt, der läuft noch. Ich habe so den Verdacht, der läuft noch. Und mir fällt gerade auf, was nicht läuft. Das ist die Mucke. So, die hatte ich tatsächlich ausgeschaltet. Machen wir mal wieder ein bisschen Mucke an. So. Das Witzige ist ja, wenn man hier das Radio einschaltet, ihr wisst ja, im LS22 gibt es ja auch im Traktor eine Radiofunktion. Da kann man dann ein bisschen verschiedene Musikrichtungen hier auch in der Kabine abspielen. Das Witzige ist halt, da kriegt man bei YouTube eine kleine Urheberrechtseintrag. Yep. Ja, scheint nicht alles frei zu sein, was da an Musik drin läuft. Deswegen lassen wir das mal lieber und machen lieber hier urheberrechtsfreie oder freigegebene Musik selbst. In unserer kleinen Kabine. So, wo haben wir denn jetzt noch Material zum Einsammeln? Ach, wir sind schon bei 99%. Okay. Wir sind schon bei 99. Da vorne gibt es noch ein bisschen was. Ja. Das nehmen wir noch mit. Und voll. Ja, und da haben wir noch eine Bahn hier links. Ja, die werden wir noch machen. So, jetzt machen wir es mal richtig, so wie es eigentlich immer geplant ist bei mir. Nehme ich immer schön links herum im Uhrzeigersinn. Und dann hier wieder über den Hof. Soweit passt noch alles. Ich schaue gerade rechts unten. Also Wartung und Diesel ist noch genügend drin. Also da müssen wir jetzt noch nichts machen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder aus Versehen durchfahren und sozusagen den Haltepunkt verpassen. Sehr schön. Oh, ja, noch ein kleines bisschen jetzt. Und abladen, Heu. Danke. So, und schreibt mir es doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet. Der LS25, Giants hat es ja veröffentlicht, es wird dynamische Weiden geben. Also nicht nur Animal Grazing, was für uns Consoleros natürlich schon interessant ist, sondern jetzt auch dynamische Weiden. Das ist jetzt auch etwas, was für die PC-Spieler, glaube ich, relativ neu ist. Sage ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Nämlich die Möglichkeit, einfach bei Grasfeldern einen Weidezaun zu ziehen und dann seine Tiere darauf eben mit Animal Grazing zu füttern. Und wenn dann das Gras abgefressen ist, logischerweise dann die Tiere wieder reinzuholen in den Stall. So ähnlich ein bisschen wie halt der Almabtrieb, dass man dann halt auf den Herbst die Tiere von der Alm runterholt, wo man sie ja über den Sommer hat, ja, sich vollfressen lassen mit dem guten Alpenwiesen-Kräutermix oder was da auch sonst immer ist.
Ja, da würde mich mal interessieren, was ihr davon meint oder haltet. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist schon interessant und ich bin auch mal gespannt, was man dann eben auch alles dann umsetzen kann. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Erstmal den Ladewagen zurückbringen und dann holen wir uns den Ballenwagen, fahren mal rüber aufs Feld und werden mal unsere Strohballen einsammeln. So, wo steht er denn? Wo steht er denn? Den müssen wir erst umbauen. Mir fällt's ein. Ich weiß. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den wieder hier ordentlich reinkriegen. Alles nicht so einfach. So, das passt. Einmal kurz vorziehen, damit er gerade wird. Sehr schön. Und das passt doch. Okay. Bingo. So, dann holen wir uns mal den Strautmann, bauen den um zum Ballenwagen und dann geht's rüber aufs andere Feld. Strohballen holen. Ja, ich glaube, 6, 7 Stück sind es. Da wird genau eine Wagenladung sein, denke ich. So, und da hat es schon wieder gedotzt. Also irgendwo ist da ein Huppel. So, da steht er doch, der Gute. Da steht das gute Stück. Jo, passt. So rum. Dann bauen wir erstmal den Kollegen um. So. Da ist er. Einmal Konfiguration. Ballen Auto Load. Ja, okay. So, zack. Ein Anhänger wieder dran und los geht's. Ja, ich glaube, den Strautmann müssten wir mal reparieren. Da ist jetzt ein bisschen die Wartung runtergegangen. So, ich würde gerne links abbiegen. Rechts ist soweit frei und links kommt natürlich einer. Jetzt ist immer noch frei. Sehr schön. Da ist unser Feld direkt neben uns. So, da gibt es eine Feldeinfahrt zum Nachbarfeld. Das müsste hier sein. Aber da können wir natürlich dann hier rumfahren. Hervorragend. Sehr schön. So, wie war denn das? Haben wir hier denn auch den Pro-Modus? Ja, das heißt... Arbeitsstellung. Hervorragend. So, wir lassen mal den Kollegen erstmal fahren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier der Helfer wirklich auch zurechtkommt. Deswegen werden wir das Ganze hier ein bisschen unterstützen. Und bei der nächsten Grasernte, beim nächsten Schnitt, da werden wir dann vermutlich wieder Silage machen, beziehungsweise das Gras einsammeln und ins Fermentersilo kippen. Und dann sind wir ja flexibel, können jederzeit bei Bedarf natürlich die Silierfunktion einschalten. So. Ja, sind schon fast leer wieder. 44. Ich glaube, jetzt können wir den Helfer losschicken. Hervorragend. Dann springen wir die Paletten, die Palettengabel. Den Ballenspieß haben wir schon angeschlossen. Mal kurz die Rundumkennleuchte. Dann fahren wir mal rüber zu unserem Feld mit dem kleinen Glas hier. War ja ein Schnapper. Das war einer unserer Schnapper. Naja, schnell geht anders, ne? Aber wir haben es ja nicht weit, zum Glück. Schick, schick. Oh, mit Feuerlöscher. Ah, und hier kann die Scheibe mit einschlagen. Sehr schön, aber das wird ja hoffentlich nicht notwendig sein. So, auf jeden Fall können wir hier auch gut rausgucken.
Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich hätte das Ding wohl wieder hochmachen müssen. Ah, da kommt was. Da kommt was. Sehr schön. So, dann schnappen wir uns die Ballen. Ihr wisst ja Bescheid, es ist der Probenmodus. Das heißt eigentlich, ich muss die Ballen auf die Ladefläche heben und dann werden sie sortiert. Aber ich muss zumindest nicht, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Ich muss zumindest nicht, oder ich kann sie nicht nebendran legen. So, aber wie gesagt, wenn sie dann auf der Oberfläche, auf der Ladefläche sind, dann brauche ich sie zumindest nicht in Reihe und Glied zu legen, sondern das macht er dann für mich hier. Ja, wenn er sie nehmen würde, aus irgendeinem Grund glitscht er jetzt runter, jetzt. Ja, hervorragend, so soll es doch sein. Rundumkennleuchte machen wir mal wieder aus. Das ist jetzt nicht mehr nötig und da drüben ist der Tank leer, das war zu erwarten. So, aber jetzt sind wir hier beschäftigt. So, hups, hups. Und abladen. Abladikowski, hervorragend. So, zwei. Ja, ich glaube, es sind noch fünf Stück, ne? So, mal mit Schmackes hier rein. Schön. Huch. Ah, schon merkwürdig. Also man packt das Ding drauf und gibt eigentlich richtig Druck. Und er nimmt sie trotzdem nicht. So, jetzt bin ich... Ich denke, das wird nicht reichen, oder? Ja, wir werden sehen. So, dann fahren wir mal hier ein bisschen vor. Und da müsste man doch schon wieder ein schönes, schönes Thumbnail machen, oder? Auf jeden Fall. Dankeschön. So, komm, bleib auf der... Sehr schön. Warte mal, warte, warte, warte. 40. Also, das heißt, der müsste eigentlich 10 Stück nehmen. Also, das heißt, dann kriegen wir die auf jeden Fall mit einer Fuhre weg. Zwei Stück, also 7 Stück, hervorragend. Und die haben wir, glaube ich, gepresst mit 150, oder? Kann das sein? Da müssten das 7500, genau 7500. Das sind also die großen Ballen, die der Fendt macht, der Wickler. Na, schon wieder. Ja, das meine ich eben, wenn man das jetzt wirklich von Hand macht, ohne diese professionelle Autoload-Funktion, die dann wirklich alle genauso richtig hinzukriegen, dass die uns nicht runterrollen, das schenke ich mir. So. Ich meine, wir spielen ein bisschen realistisch. Zumindest ein bisschen, würde ich sagen. So, hervorragend. Das ist der letzte Ballen. Und kippt drauf und den packt er dahin. Sehr schön, Freunde. Mit dem letzten Ballen darf ich mich recht herzlich wieder mal bei euch bedanken. Denn das Ganze ist dann jetzt hier erstmal wieder abgeschlossen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen hier auf der Deichhof Abendfrieden. Die wunderschöne Map vom Kalle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und demnächst geht es wieder weiter. Entweder im Livestream, warten wir es mal ab. Ich will nicht zu viel versprechen. Oder dann natürlich in einem unserer nächsten Videos in dieser wunderschönen Let's Play. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen.
Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.